Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute wieder auf der Dürrenroth zusammen mit Jan, Jonas und Justin. Guten Tag. Moin. Mahlzeit. Ja, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Mittlerweile September, erster von 3 Tagen. Und wir müssen häckseln. Mais, sowohl bei Jonas als auch bei der BGA. Ben sollte dann theoretisch auch noch dazu stoßen. Gerade dann, wenn wir bei der BGA häckseln. Aber jetzt fangen wir erstmal bei Jonas. Auf welchem Feld an? 8, glaube ich, wollten sie anfangen. Okay. Oben bei Ben. Jo. Soll ich jetzt dann mit eurem Dridem fahren, Jan, oder mit meinem Joskim? Jo. Ja, mit dem Joskim müssen wir es schon aufpacken. Wird schon. Ja, gut. Material kommt da nicht. Ich gehe noch kurz die Liermittel auffüllen und dann geht's los. Ein bisschen Mucke hier rein. Kann scheppern. So, was haben wir denn mit dem da? Oh, voll hier. So, dann fahren wir hoch. Ich frage jetzt schon, wo kommt Luca durch, wenn wir beide hier stehen, wie dumme. Setz mal zurück, Justin. Ehrlich sagen, dass ich mir dann mal glaubt, dass ich da großartig mitfahren muss. Steht hier oben, oder? Ja. Steht auch unserem alten Hof. Achso, die 8 ist ja da hinten. Ja gut, passt. Mal fahr der erst zweimal rum, oder? Und dann. Ja. Ja. So, dann oder einmal rum von mir dann erst. Naja, Johnny sieht von der Seite schon. Kann man schon machen. Was? Dein Johnny von der Seite kann man schon machen. Ja, ist halt nur noch ganz praktisch zu mir. Das neben mir ist halt ein Lastbomber, aber würde ich machen. Das ist eine Holzscheune, ne? Nee, die andere Seite. Na, witzig. Luca. Mhm. Dann fährst du jetzt, warte. Soll ich von oben her oder oben von oder unten anfangen? Wir fangen oben an. Ja, gut, können wir auch machen, ihr wisst. Ja, dann komme ich über also diesen Berghof. Genau. Okay. Gut. Gehen wir hin. Jetzt bräuchte ich mir wieder einen dritten Schlepper. Ich glaube, es wird wirklich Zeit, dass ich mir wieder einen dritten Schlepper kaufe. Du bist alleine und brauchst 3 Stück. Du machst schon was falsch. Ja. Wir sind zu zweit und brauchen 3. Beide brauchen 2. Okay, irgendwie spiele ich gefühlt alleine. Obwohl, da Ben ist halt abends irgendwie so ganz random oft da. Weißt du, Ben hängt jetzt vorm Joskin. Der Johnny hängt am Schiebeschild. Und mit welchem soll ich jetzt schwadern in der Zeit, wo ich nichts zu tun habe? Du kannst oben unseren Führer nehmen. Da fährt jetzt. Achso, ich habe unten nicht gesehen, dass da die Tore offen waren. Oder vergessen, dass da Tore sind. Ich war vor. Nein, vergiss es. Ich war vor, nichts Fan. Justin! Ich bin. Digga, ich war schon die ganze Zeit vor dir, du musst schon sehen, da bleibt. Justin! Ja, okay. Endlich. Also, hat der Kindergarten einen Streitschlichter gefunden? Nö. Ja. Haben die Kinder sich einfach verkloppt, bis es wieder ging? Ja. Nee, Digga, ich bin einfach zurückgesetzt und hätten wir da noch 10 Minuten gebraucht. Ist das ein Meistext oder neu? Nö. Warum? Ne, so ist die Textur, wenn das Feld voll gepflügt war. So. Wie schnell fahrt der Hexler? 10. 11, oder? 10. Wie viel hast du drin, Justin? Weißt du, wie viel würde es nicht bei mir am Hof auch. Kann ich oben warten? Kommt der immer aus, oder? Nee. Scheiße. Was ist die Textur, die neue, was ihr gemeint habt? Ja, jo. Aber das sieht ganz komisch aus. Kann es mal hier ölrettig oder sowas? Ja. Hast du es dann runtergepflügt? Ja. Ah, okay, deswegen ist das extra so. Nee, weißt du, warum die so ist? Ja, und fährt weil ich mit HPV-Streuerkeksel nach Zwischenöl hätte ich gesagt, hab, Dings.
So, sind wir jetzt beim Jonas schon fertig, deswegen gehen wir jetzt nochmal ganz kurz reparieren, tanken, Siliermittel auffüllen, alles, damit das vollständig ist. Und dann hängst du mal bei der BGA weiter. Ben ist mittlerweile immer noch nicht da. Grüße Ben. Warum bist du nicht da, du Segel? Genau, so ist der aktuelle Stand. Und ich schau mal, dass wir vielleicht auch mal noch ein Ründchen abfahren dürfen. Wieso? Würde dann einer von euch mal noch ein Ründchen Häcksler fahren? Ja, dann kann ich Häcksler fahren, dann kannst du mit unserem Fan fahren. Oh, ich würde den Deutz fahren. Nee. Ja, okay, dann fahr den Deutz. Ich stell den Fan bei Jonas, die lassen wir dir stehen. Okay. Ich tank. Ich tank den Häcksler nur noch kurz. Wenn nicht, kann ich auch Häcksler fahren. Hey, Digga, wo ist denn hier in der Oh, ich hab's Rohr noch draußen. Hoppala. Ja, das wird. Wo bist du, Luca? Hier unten an der Tankstelle. Da bin ich schon da. So, dann schnappen wir uns mal eine. Siliermittel kann ich immer so über F9 machen, oder? Ja, oder unten am Händler steht auch noch genug. Ah, okay. Dann nehmen wir uns die hier. Wir hexen gerade mal seit einer Viertelstunde, Leute. Was für Viertelstunde? Wo lebst du? Hast du mir 19 Uhr gesagt, gell? Scheiße, stimmt. Dreiviertelstunde schon. Stimmt, ja. Ja, ich war irgendwie bei 20 Uhr, nicht 19 Uhr. So. Oh. Nochmal so. Aber repariert hast du jetzt noch nicht, oder? Nee, repariert habe ich nicht. Ja, egal, das ist schon. So. Ja, an sich können wir eigentlich auch nach. Wollen wir. Wir sind jetzt unten. 4 Abfahrer, also lass auf die 73 gehen. Ich glaube aber 73 ist schwieriger schnell hinzukommen wie unten 48, so, das Eck. 4 Abfahrer. Nee, 3. Scheiße, 13. 48. Alter, ich bin jetzt oben bei der 13. Ja, Pech. Hey, warum fährst du zu 13? Weil wir es gesagt wurden, an der BGA. Niemand hat gesagt, dass er zu 13 geht. Also es war zu dem. Also meinetwegen also, können wir auch einfach unten anfangen. Also ich fahr jetzt zu 73, Punkt. Oh. Ja, okay, dann fahren wir da noch. Boah, kann ich ganz weit wieder runter, ja. Ja, mei. Aber ich hab hier Johnny. Schon mal nicht alle auf einmal, das ist gar nicht so schlecht. Aber ich hab Johnny, damit geht's schnell. Ah ja, 70, wo ist denn die? Er schon mal schauen. 73, ganz unten rechts. Okay, weiß schon mal, wie der noch kommt. Schön, ja. Wie stark ist der Deutz Rea belastet? Krass, der ist krass rehabilitiert. Okay, ich merk's. Also auch mit dem Bergmann, da musst du kurz vorsichtig fahren, da kannst du alles über 25 schießt über den Bogen hinaus. Ja, leer geht an sich. Ja, aber ich meine dann voll. Ja, voll ist schwierig. 926 mit TMK. Oh Junge, ich bin so dumm, warum hat dieser scheiß Hexler kein GPS? Der GPS. Ich wäre so viel entspannter, ich glaube, ich klatsche es am Hochweg rauf. VTA GPS. Ey, das ist scheiße, das blick ich nicht. Ah, das ist auch einfach. Nee, das ist scheiße. I'm not afraid to
So, dann würde ich aber auch sagen, was ist erstmal mit der heutigen Folge. In der nächsten Folge geht es nochmal weiter mit dem ganzen Gehexel. Vergesst auf jeden Fall nicht, bei unserem Partner G-Portal vorbeizuschauen, der mit unserem Link spart ihr wie immer noch 10%. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Leute.